Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra. Ich, für alle die, die mich noch nicht kennen, bin Sandra Rose Fröhlich, bin von Beruf Diätassistentin, also sogenannte Ernährungstante, wie ich immer sage. Dann habe ich sehr viel im Bereich Diabetesberatung gearbeitet als Diabetesberaterin und mal die Ausbildung zur Köchin in Hamburg genossen in einem Nobelhotel. Ich stecke aktuell mit einer Praxis in Lüneburg. Ich begrüße euch zur dritten Podcast-Folge zum Thema Tellerportionen. Es geht also um die Portion auf einem Teller, zum Beispiel bei einem warmen Essen. Häufig werde ich gefragt, was die richtige Menge überhaupt ist. Das Ernährungsmaß, wer vielleicht schon die erste Folge gehört hat, hat an der Stelle vielleicht schon ein bisschen erfahren, was die Ernährungsmaß-Lebensmittelportionen bei mir sind. Und zwar ist häufig die Frage danach, wie kann ich zum Beispiel eine warme Mahlzeit gesund gestalten, wenn ich abnehmen möchte, wenn ich zunehmen möchte oder einfach, wenn ich mich gesund ernähren möchte. Wenn wir bei dem Ernährungsmaß von einer sogenannten Mischkost ausgehen, kann man die Tellerportion tatsächlich wunderbar definieren. Und zwar mit dem Handteller oder mit der Hand als Schale, um die Portionsmengen einzuteilen. Ist es immer sinnvoll, sich vorzustellen, dass ihr einen Teller vor euch habt und wenn ihr den Teller halbiert, könnt ihr die eine Hälfte des Tellers mit mindestens 2 bis 3 Handschalen voll Gemüse belegen. Aus meiner Erfahrung sind 2 Handschalen voll Gemüse schon eine sehr gute Menge auf einem klassischen Essteller. Die andere Hälfte des Tellers wird nochmal in 2 Hälften unterteilt, also an der Stelle habe ich sozusagen ein Viertel des Tellers und zwar wird der belegt mit einer Handschale voll Beilagen, wie zum Beispiel Kartoffel, Reis oder Nudeln. Das wäre in der Regel eine Handschale voll gekochte Kartoffeln, eine Handschale voll gekochten Reis oder eine Handschale voll gekochte Nudeln. Dann bleibt immer noch ein Anteil übrig, also ein Viertel. Und an der Stelle gibt es die Möglichkeit, wer in den Bereich Milchprodukte als auch Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei geht, würde dort ein zum Beispiel handtellergroßes Stück Fisch essen können, 1 bis 2 Eier oder ein Stück Fleisch, was ungefähr so groß ist wie der Handteller. Das heißt, die richtigen Portionsmengen kann man an der Stelle wunderbar aufteilen. Wenn ich den Teller in diese Einteilung setze, kann ich sozusagen die Mengen wunderbar mit dem eigenen Auge definieren. Wenn ich im Restaurant bin, habt ihr die Möglichkeit, dort mit dem Kellnern abzusprechen, dass man den Wunsch hat, dass vielleicht eben nicht der Teller voll Bratkartoffeln ist oder voll Pommes, sondern dass man vielleicht einfach eine kleinere Menge wünscht. Meine Erfahrung jetzt auch nach der Corona-Zeit ist in der Regel, dass sie sehr flexibel sind. Nicht unbedingt, wenn ich jetzt nur eine Portion Pommes bestelle, dann wird man da sicherlich nicht unbedingt eine kleinere Menge haben. Aber Fragen kostet ja nichts und wenn es die Option im Restaurant gibt, probiert das einfach mal aus. Zum Teil geht man ja immer in Restaurants, die man eigentlich auch gut kennt. Wenn ich also die Wahl oder die Möglichkeit habe, und ich habe es schon häufiger ausprobiert, funktioniert das meistens sehr gut. Das heißt, die Tellerportion, warum definiert man die überhaupt? Der Hintergrund ist, dass der Anteil an Kohlenhydraten, also Kartoffelreis oder Nudeln, nicht zu groß auf dem Teller sein sollte. Das liefert uns, wenn wir eine große Menge Kohlenhydrate essen, zwar einen schönen Sättigungseffekt, aber der Körper kann daraus eine erhöhte Insulinausschüttung machen und diese vermehrte Insulinausschüttung führt dann dazu, dass wir schneller Körperfett aus den Kohlenhydraten basteln können, was in diesem Falle die Leber macht. Das heißt, wenn die Kohlenhydrate nicht mit genügend Bewegung und Alltagstätigkeiten verbraucht wird, kann es dazu kommen, dass eben die Kohlenhydrate schneller zu Körperfett umgewandelt sind. Wenn ich jetzt dann noch Kohlenhydrate habe, also aus Kartoffel, die Bratkartoffel oder die Pommes hergestellt sind, dann ist es so, dass wir einfach schneller noch einen Fettanteil darin haben und dadurch natürlich auch der Kalorienanteil höher ist. Das heißt, je mehr Fett, je mehr Zucker, je mehr Zubereitung des Grundnahrungsmittels ist, desto schneller kann der Körper auch Fett draus basteln.
also erst Zucker und aus dem Zucker kann er in der Umwandlung der Leber dann auch Fett basteln, wenn die Energie nicht verbraucht wird. Und daher sind gesunde Tellerportionen, besonders wenn ich Gewicht verändern möchte, sehr sinnvoll. Meine Erfahrung ist daraus eben, dass das sehr gut funktioniert, ohne jetzt stetig drauf zu verzichten. Dafür sind die Tellerportionen ja eine gute Möglichkeit. Natürlich ist es so, dass ihr nicht in jedem Restaurant immer wählen könnt und auch nicht überall die Optionen immer habt. Wenn ich auf dem Jahrmarkt bin, kann ich ja nur überlegen, esse ich Pommes oder esse ich sie nicht. Aber es gibt manchmal auch die Möglichkeit zu gucken, teilt man sich das vielleicht oder habe ich jemanden, der einen Extrateller bekommt und mit isst, dann kann ich Portionsmengen, die vielleicht vordefiniert sind, eventuell auch aufteilen. Sollte es zu der Tellerportion Alkohol geben, weil es am Abend noch ein Wein oder ein Bier oder Korn oder andere alkoholische Getränke gibt, dann ist auch immer die Möglichkeit und ist es immer sinnvoll, da der Alkohol ja Kohlenhydrate sind, die Portionsmenge, wenn es um die Gewichtsveränderung geht, auf jeden Fall der Kohlenhydrate zu reduzieren. Wenn ich beides esse, also einen hohen Anteil an Kohlenhydraten auf dem Teller, Teller voll Nudeln mit Soße zum Beispiel, und dann noch Alkohol dazu habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Gewicht stabil ist oder eher sogar hoch geht, was die Patienten bei mir in der Praxis auch immer wieder berichten. Zu Alkohol selber komme ich noch in einer separaten Podcast-Folge. Das heißt, eure Tellerportionen, schaut einfach mal, was ihr so im Alltag esst und was ihr so alles auf dem Teller schaufelt oder raufbekommt oder vielleicht auch jemand anders euch wie in der Kantine auffüllt. Sprecht mit den Menschen, die die Portionsmengen machen und fragt einfach nach, ob das nicht veränderbar ist. In den Kantinen, ich habe ja sehr viel betriebliche Gesundheitsförderung gemacht oder tue das auch immer noch und an den Stellen ist es so, dass die Portionsmengen an Gemüse einfach erhöht werden auf dem Teller und dann funktioniert das. Die Restaurants und auch die Kantinen und ähnliches bieten schon häufig Gemüse an, aber meistens auf dem Teller eher Kartoffelreis oder Nudeln, weil es häufig halt günstiger ist und in der Zubereitung auch nicht so viel Aufwand hat, weil Gemüse muss ich ja immer schnippeln, waschen. Kennt ihr alle selber, liegt im Kühlschrank, aber landet nicht immer auf dem Teller, weil es so viel Arbeit macht. Ein letzterer Tipp, wenn ihr das mit dem Gemüse zu Hause noch verändern wollt, gibt es immer die Möglichkeit, auch das Gericht fertig zu machen, eine kleinere Menge Kartoffelreis oder Nudeln auf dem Teller und zum Beispiel einen separaten Salat dazu. Wenn euch das mit dem Salat herstellen zu aufwendig ist, könnt ihr einfach ein Brett nehmen, nehmt die Rohware aus dem Kühlschrank, wie Paprika, Gurke, Tomate, was ihr da vertragt und was ihr auch gerne an Gemüse essen mögt. Wascht es einmal gründlich ab, legt es dann im Ganzen plus ein Messer auf den Teller oder auf euer Brett auf dem Tisch. Und ich selber mache das gerne so und habe damit die Erfahrung gemacht, wenn ich das sehe, wird das auch gegessen und dann kriege ich das auch hin, diese 2, 3 Hände voll Gemüse pro Tag unterzukriegen. Das heißt, dann sitzt man ja davor und hat das im Blick und es ist eben nicht wegversperrt im Kühlschrank. Das heißt, der Schritt zu den richtigen Tellerportionen kann auch sein, dass ihr es einfach auf euren Tisch legt und wenn ihr Menschen um euch rum habt, die essen meistens auch mit. Übrigens ist dieses Brett mit dem bunten Gemüse auch eine schöne Alternative, wenn mal Besuch kommt. Es ist ungewöhnlich und kann auch ein bisschen Obst noch dazu machen, wer möchte, um so ein bisschen zu snacken. Wenn es aber da ist, essen es alle. Außerdem sieht es schön bunt auf dem Tisch aus und gegenüber den ganzen Snacks, die wir essen können, Chips und Schokolade, ist das auch noch mal eine schöne bunte Alternative. Meine Erfahrung immer, wenn wir Freunde treffen und das machen, dass alle immer ganz begeistert sind. Beim ersten Mal also oh und beim zweiten Mal oh ja, kriegen wir das wieder, das war so lecker. Wenn man dann noch einen selbstgemachten Kräuterquark, also Kräuter, ein bisschen Schuss Öl rein und Gewürze wie Salz, Pfeffer, Prise Zucker und vielleicht ein bisschen Kräuter dazu und einmal umrühren, dazu stellt, dann dippen alle und schnibbeln das Gemüse und alles, was geschnibbelt wird, wird in der Regel, weil es frisch ist, auch gegessen. So könnt ihr also eure Tellerportionen im Alltag verändern. Wenn ihr unterwegs seid, dürft ihr natürlich auch Gemüse in die Brotbox machen und einfach mitnehmen. Probiert es einfach mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung der Tellerportionen im Alltag. Ich danke euch an dieser Stelle erstmal fürs Zuhören. Wenn ihr noch Wünsche habt, schreibt uns gerne. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Sandra.